Im November hat das ICF München in Kooperation mit The Shy Fund ein Projekt vorgestellt. Unser aktuelles Projekt beherrscht momentan die Nachrichten. Es geht um die Situation von Flüchtlingen und intern Vertriebenen, die nach Kurdistan geflüchtet sind aufgrund des Bürgerkriegs im Irak und in Syrien. Wir reagieren auf diese massive Krise. Es ist eine humanitäre Krise von enormem Ausmaß. In den Tagen, nachdem dieses Video gezeigt wurde, erhielten wir einige Rückmeldungen von Freiwilligen und konnten kurz darauf ein kleines Team aus Einsatzhelfern zusammenstellen. Am 10. Dezember macht sich dieses Team auf den Weg nach Erbil, Irak. Seit ihrer Flucht vor dem IS leben dort Menschen in Zelten, die sie nur schlecht vor der Kälte des Winters schützen. Es fehlen vor allem warme Kleider und stabile Unterkünfte, die den Regen standhalten. Nachdem das Team in Erbil ankommt, verlässt es sogleich die Stadt und fährt in das Landesinnere zum ersten Einsatzort, Duhok. Es gibt eine Schnellstraße, welche Erbil mit Duhok verbindet. Doch dazwischen liegt Mosul, eine Stadt, die vollständig unter der Kontrolle des IS steht. Daher muss das Team einen großen Umweg fahren. Das Team verpackt am zweiten Tag portionsweise Lebensmittel in 300 Familientüten. Das Essen reicht pro Familie für 1 bis 2 Wochen. Am dritten Tag fährt das Team noch einmal raus. 1,5 Stunden dauert die Fahrt in Richtung Berge. Dort befinden sich Dörfer, in denen zahlreiche Familien auf der Flucht vor dem IS gelandet sind. Sie wohnen entweder in Ruinen oder in halb fertiggestellten Häusern. Manche wohnen auch in Zelten. Da die Menschen nicht auf die Flucht vorbereitet waren, sind viele Kinder ohne ihre Eltern geflohen. Am nächsten Tag verteilt das Team weiter Hilfsgüter. Mittlerweile regnet es heftig. Weiter östlich befindet sich ein großes Lager für jesidische Flüchtlinge. Es ist eine Zeltstadt für ca. 3000 Familien. Diesen Sommer aufgebaut. Der Leiter weist dem Team 250 Zelte zu, an die sie Decken verteilen. Insgesamt hat das Team in den 4 Tagen vor Ort 200 Decken, 300 Essensportionen und 45 Kilogramm Winterkleidung verteilt. Zudem konnten die mitgereisten Ärzte 8 der schwersten Fälle an Mädchenvergewaltigungen behandeln und operieren. 50 Patienten wurden untersucht, 4 Ärzte wurden vor Ort ausgebildet, die Operationstechnik durchzuführen. Wir möchten uns bei jedem herzlich bedanken, der durch seine Spende diesen Einsatz ermöglicht hat. Vielen Dank an die Einsatzhelfer vor Ort und die Mitarbeiter von The Shy Fund. Danke an die Mitarbeiter der Hilfsorganisation SHARC, die sich liebevoll um die Organisation vor Ort gekümmert und das Team sicher durch alle Einsatzorte geleitet haben. Die Teammitglieder sind tief bewegt von den vielen Eindrücken. Sie konnten Hoffnung bringen in eine Region, die von Hoffnungslosigkeit umgeben ist.